pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite. Wir müssen auch den Mut haben, dass einige Länder vorangehen, wenn nicht alle mitmachen wollen. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten ist notwendig, ansonsten werden wir stecken bleiben wahrscheinlich. Es muss immer offen sein für alle, niemand soll ausgeschlossen sein, aber es muss auch nicht bei jedem Projekt jeder gezwungen sein. Alle, niemand soll ausgeschlossen sein, aber es muss auch nicht bei jedem Projekt jeder gezwungen sein. Und das sind die Dinge, die aus meiner Sicht von Rom ausgehen müssen. Und wir müssen uns vielleicht auch fragen, wir werden an vielen Stellen ein mehr und ein kohärenteres Europa brauchen. Aber vielleicht müssen wir auch die Vielfalt Europas, die Regionen. L'unité n'est pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite, puissent aller plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, à quelques pays sans que d'autres en soient écartés, mais sans que d'autres ne puissent s'y opposer.